Na gut, noch einmal versuche ich das, aber. Ach. Naja. Aber, also, ja, ich habe das Spiel auch so in Erinnerung. Das regt mich immer auf, wenn das zu schwer ist und ich das dann nicht schaffe. Beim nächsten Mal mache ich einen Livestream und dann will ich ein bisschen Unterstützung von euch Experten haben. Gut, also wir machen Folgendes. Der fährt da sofort hin. Hier hinten hin. Und löscht dann da. Und die löschen jetzt auch sofort da. Alles löschen. Damit sich das nicht weiter ausbreitet. Eine Zivilperson ist verletzt. Beeilen Sie sich. Bereit. So, da hinten löschen. Der Arzt rettet hier mal jemanden. Oder erstmal deiner. Geht wahrscheinlich schneller. Der fährt mal ein bisschen weiter vor. Gut, die löschen das hier schön. Die Autos auch löschen am besten. Sie haben eine Zivilperson gerettet. Eine Zivilperson ist verletzt. Beeilen Sie sich. Zu Befehl. Der Arzt löscht da irgendwas. Ja, Chef. Dann sind die hier auch gleich schon fertig. Ja, Chef. Zu Befehl. Sehr gut. Ja. Da hinten löschen unbedingt ganz schnell. Hoffentlich ist das nicht zu spät. Oh, weg da. Dann müssen wir hier das Auto löschen. Es darf sich nicht noch weiter ausbreiten. Und der fährt mir ganz schnell hin. Sie haben eine Zivilperson gerettet. Ja? Okay, wo ist der? Der steht da rum. Dann geht er wieder hinten mit löschen. Beeilen Sie sich. Ich beeil mich ja schon. So, die beiden gehen jetzt mal hier hinten hin und löschen da. Oder retten die Leute da. Eine Zivilperson ist verletzt. Beeilen Sie sich. Ich beeile mich ja schon. Sie haben eine neue Aufgabe. Ich mache ja schon so schnell ich kann. Was für eine neue Aufgabe? Ja, Chef. Gut, da sind irgendwelche Leute im Kino. Die haben, glaube ich, gerade angerufen beim Notruf. Und wir haben jetzt die Info bekommen, dass die da sind und Hilfe brauchen. Ich höre. Gut, der könnte ja eigentlich nur noch da fahren. So. Sie haben eine Ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Chef. Sehr gut. Der löscht wieder da. Sie haben eine Zivilperson gerettet. Hier brennt nichts mehr. Alles gelöscht. Sehr gut. Ich denke mal, das ist schon sehr, sehr gut. Sie haben die Stromversorgung wiederhergestellt. Das müssen wir auch tun. Das ist ganz wichtig. Ja? Ja? Der sollte mal besser da hinten löschen, habe ich doch gesagt. Kann er gar nicht, okay? Ja, Chef. Wieso steht er denn da jetzt im Feuer? Das soll er ja auch nicht machen. Der soll da löschen. Na gut, kann man irgendwie gar nicht auswählen, ne? Vielleicht ist das schon gelöscht und sieht nur so aus oder sowas. Das ist auch gleich gelöscht. Ja, bereit. Gut, die stehen da einfach nur rum. Dann können die ja schon mal da hochgehen. Bereit. Ja, das kriegen wir hin. Diesmal kriegen wir das hin. Ich weiß jetzt, dass ich die Leute von da hinten holen muss. Ja. Dann kommt bestimmt auch bald die Verstärkung hier hin. Ich höre. Okay, vielleicht sollte einer besser hier bleiben, oder? Ja, Chef. Wir müssen das Opfer da rausholen. Sehr gut, vorher löschen natürlich. Ja. Du schlägst mal da die Tür ein.
kann man ja nie wissen hier. Ja, Chef. Könnte ja irgendwas explodieren. Chef? Da löschen und da löschen, damit sich das nicht weiter ausbreitet. Ja, Chef. Da die Tür einschlagen. Das da ist eine elektrotechnische Brandursache. Ist natürlich nicht sehr gut. Wir müssen aber erstmal warten, bis der Rauch da daraus ist. Solange es brennt, muss das alles so bleiben. Ja, und dann kriegen wir das schon hin, denke ich mal. Bereit. Gut gemacht. Und schlag mal Sie da die Tür eine ein. Zivilperson gerettet. Zu Befehl. Der Arzt bleibt mal da, damit er im Notfall den Strom anschalten kann. Kann er doch, ne? Ja. Also abschalten. Zu Befehl. Da ist jemand. Zu Befehl. Müssen wir rausholen. Der löscht da das Feuer, damit der Weg frei bleibt. Chef? Da löschen. Durch die Kampfhandlungen zwischen Polizisten und Mafiosi ist die Brücke einsturzgefährdet. Ja, ja. Ich würde mal sagen, ich schicke zwei Leute runter. Sie haben eine neue Aufgabe. So, ja. Der eine löscht noch. Der andere rettet. Da ist noch eine verletzte Person, das habe ich gesehen. Ich höre. Wo bleibt das Fahrzeug? Der fährt dahin. Chef? Ich glaube, der fährt auch mal hier hin. Oder dahin am besten. Verstärkungen bewilligt. Gut, Verstärkungen sind schon unterwegs. Bereit. Verstärkungen im Anmarsch. Ja, Chef. Die schlagen das da ein. Gut. Ja? Also dieser Elektrobrand da ist auch schon gelöscht. Von daher... Ich höre. Rettet er jetzt diese Person da? Ja, und ich würde mal sagen, die machen hier ihren Job. Chef? Der bitte auch. Gut, auf der anderen Seite brennt es jetzt auch noch. Aber ich glaube, da ist nicht ganz so viel los. Ja. Achso, den retten. Ja. Gut der schlägt noch weiter Sie ein. Haben eine Zivilperson gerettet. Oder löscht er erstmal. Und so weiter einschlagen. Wie zu Befehl. Verstärkungen sind eingetroffen. Sehr gut. Gut gemacht. Chef, Sie haben eine Zivilperson gerettet. Die erstmal da löschen. Bereit. Und auch da unten. Ja. Damit die schon mal da reinkommen. Zu Befehl. Da steht einer. Der kann das da einschlagen. Ja, zu Befehl. Und der ist da oben. Der kann hier löschen. Ja. Gut, das kriegen wir hin, denke ich mal. Da gut müssen wir gemacht. Über Sie haben gucken. Eine Zivilperson gerettet. Ich höre. Der Arzt hat nichts mehr zu tun. Dann kann er mal wieder hier oben mithelfen zu löschen. Und dann kriegen wir das hin. Was kriegen wir hin diesmal? Bereit. Nochmal passiert das nicht. Das lasse ich nicht zu. Ja. Der rettet den Polizisten. Dann haben wir gleich wieder verloren. Ja, da liegt noch einer drunter. Sie haben eine Ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Du rettest den da. Zu Befehl. Der kann das bestimmt löschen. Ja. Dann kann der mal hier oben löschen gehen. Zu Befehl. Einer von denen kann auch mal hier oben löschen gehen. Chef. Der steht da einfach nur rum. Diese Person braucht gut keine gemacht. Ärztliche Hilfe. Sie haben eine Zivilperson gerettet. Habe ich gut gemacht, ne? Sie haben eine Zivilperson gerettet. Ja, anscheinend schon. Der geht auch da oben löschen. Ja, Chef. Der auch. Ich höre. Der Feuer auch. Ist zu weit entfernt. Na gut, dann lösch halt da. Was ist hier? Der löscht noch da hinten Chef. So ein bisschen. Dann kann er mal hier gucken, ob da noch irgendwo jemand ist. Da drin bestimmt. Gucken wir mal da rein.
So. Ja, Chef. Oh, ist das anstrengend? Bereit. Ja? Da oben löschen gehen. Da sind bestimmt auch noch Verletzte drin. Das geht natürlich gar nicht. Ja, Chef. Gut, der fährt mal hin, dann kann er bestimmt da löschen. Macht er schon automatisch, oder? Ja. So, da ist niemand drin. Dann schlagen wir mal die Tür da ein. Da brennt es bestimmt drin. Das sieht man doch auf der Karte, dass es da irgendwo... Oder dass es hier brennt. Gut. Da ist niemand eingeschlossen, ne? Nee. Sehr gut. Ja? Da brennt es auch nicht drin. Dann schlag da nochmal ein. Da hinten scheint es noch zu brennen. Ja, Chef. Dann geht der mal hin und schlägt da das Fenster ein oder so. Die Mafiosi wollen mit einem Hubschrauber flüchten. Mhm, das interessiert mich nicht. Der das ist Sache von der Polizei. Wurde durch Schüsse beschädigt. Oh, natürlich. Ja? Ja gut, ich würde mal sagen, die... Wo denn? Anscheinend ist er noch nicht abgestürzt. Dann gehen die ins Fahrzeug. Und sobald er abstürzt, bin ich einsatzbereit und kann da sofort hin. Okay. Schön. Der geht mal da die Tür einschlagen. Vielleicht ist da ja noch jemand drin. Sie haben eine neue Aufgabe. Ja? Okay, da hinten. Da brennt es jetzt sehr stark. Zu Befehl. Ja, sollten da nicht drei Leute bereit. Hingehen? Ja, Verstärkungen bewilligt. Ja? Egal, dann fahre ich nur mit denen dahin. Verstärkungen im Anmarsch. Vielleicht reicht das ja schon. Gut gemacht. Sie haben eine Zivilperson gerettet. Bereit. Gut, ist mir egal, wenn es da jetzt... zu einer Explosion kommt. Ist mir absolut egal. Bereit. Ja? Achtung, im Park sind Kunstwerke in Gefahr. Oh, Kunstwerk. Sie haben eine neue Aufgabe. Ja? Ich brauche mal die Drehleiter hier, glaube ich. Der ist... Wo ist das andere Fahrzeug? Okay. Dann fährt er mal dahin. Schnell bitte. Zu Befehl. So, jetzt sind da doch drei Leute drin. Wir geben mal hier hinten hin löschen. Und einer von denen sind eingetroffen. Geht dahin. Gut, da scheint es noch zu brennen. Ja, Chef. Gut gemacht. Sie haben eine Zivilperson gerettet. Dann geht der mal da löschen. Chef. Der Arzt geht mal hier löschen. Ich höre. Gut, und der fährt dahin. Dann sage ich mal, die gehen erstmal dahin so. Zu Befehl. Damit die hier was zu löschen haben. Die anderen gehen dahin. Ich höre. Und ich brauche hier. Was ist die Drehleiter? Die Drehleiter muss jetzt irgendwie da hochkommen, ne, oder? Oder gibt es da eine Treppe? Wie soll ich denn da hochkommen? Hä? Tanklich, Fahrzeug, Drehleiter. Wie soll ich da hochkommen? Gibt's hier eine Treppe? Irgendwas? Da ist eine Treppe. Dann gehen mal. Ich höre. Eine Zivilperson ist verletzt. Beeilen Sie sich. Der Rettungswagen fährt hier hin. Chef? Dann gehen nochmal zwei hoch, also einer hoch noch. Ja, Chef. Und die gehen dann dahin. Dann geht das schon. Zu Befehl. Dem geht's gut, der hat keine Priorität. Bereit. Dem geht's nicht so gut, der muss da weg. Aber wir haben ja hier noch einen Kollegen. Ja, Chef. Dem geht's auch noch ganz in Ordnung. Ja.
Komm, du nimmst den mit, du nimmst den mit und gut ist. Da oben liegt noch jemand. Oh, das schaffen wir. Das wird bestimmt noch. Das geht bestimmt gut. Die beiden gehen da hoch. Wenn die nichts mehr zu tun haben, die löschen da noch. Gut gemacht. Sie haben eine Zivilperson gerettet. Ja, die Drehleiter brauchen wir dann doch nicht. Zu Befehl. Da löschen. Gut gemacht. Sie haben eine Zivilperson gerettet. Ja, hier mal löschen bitte. Wir müssen da noch eine Person rausholen. Am besten nimmst du die einfach mal mit. Weil die verbrennt ja gerade. Das riecht schon so verbrannt, ja? Ja, Chef. Das ganze Fleisch. So. Ich bin bereit. Jetzt kommt der Trupp. Da ist noch einer ganz alleine. Okay. Ich höre. Zwei von denen gehen mal darüber, weil wir sind ja so viele da drüben. Zu Befehl. Gut, hier kommt der nächste Löschtrupp. Zu Befehl. Vielleicht ist da kein Feuer mehr. Gut gemacht. Mit so vielen Leuten Sie hat das Feuer keine Chance. Gerettet. Ja? Sie gar haben eine Ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Gut, dann löscht da weiter. Hier müssen wir eigentlich auch noch reingucken, theoretisch. Ja, Chef. Dann geh du mal da rein. Du löschst da weiter. Ja? Wo ist der? Ja, der Kanon, der ist in der Nähe, da kann er auch mal da hingehen. Da ist keiner mehr. Dann kann er noch da reingucken. Da ist bestimmt auch keiner drin. Da ist noch jemand. Ich hab noch einen gefunden. Das ist ja fantastisch. Habe ich tatsächlich noch jemanden gefunden. Ich höre. Gut, geh mal da rein. Ja. Dann geht der Löschtrupp mal dahin. Macht das Feuer eben weg. Das geht ja ganz schnell dann. Da ist keiner mehr. Ja, Chef. Dann machen wir die Tür auch noch auf. Sie haben eine Ihrer Aufgaben erfolgreich abgeschlossen. Fertig? Gut, die Musik musste noch eben zu Ende spielen. Ja.